Die jüngste deutsche Olympiateilnehmerin verpasste das Finale in der Disziplin Park im Skateboarden als Neunte nur um eine Winzigkeit. 3,22 Punkte fehlten Lilly Steofasius zu Platz 8 und damit der großen Finalbühne. Doch sie hat das Skateboarden der Frauen in die Welt getragen. Man hatte immer nur diese Contests für sich und jetzt ist man bei so einem großen Sportevent dabei. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, vor allem fürs Frauen-Skateboardfahren, dass dann mehr Leute sehen und mehr Leute sehen, was für eine tolle Sportart es ist und man vielleicht damit irgendwie so erwecken kann, dass mehr Skateparks gebaut werden oder dass mehr Leute Skateboard fahren. Für Steofasius waren die Tage von Tokio ohnehin nur das Aufwärmprogramm für Paris 2024. Für die nächsten Spiele will sie sich wieder qualifizieren und mit dann 3 Jahren mehr Erfahrung das Finale anpeilen.